Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu diesem Sonntag ohne Battle Beanstalk. Ja, es ist leider, ich habe jetzt lange überlegt, auch wie wir es irgendwie machen sollen, diesen Sonntag jetzt rumzubekommen. Ich vermisse ihn selbst irgendwie ein bisschen, aber ich habe was Tolles hier. Und zwar öffnen wir heute miteinander die Alola Vulpix Pikachu Box, so nenne ich sie jetzt einfach mal direkt aus dem Pokémon Center aus Japan kommt die Box. Und ja, was erwartet uns in dieser Box? Wir haben hier ein paar Fotos drauf, wir haben zwei Sonne, japanische Sonne und Mond Booster, wir haben eine Alola Vulpix, also diese Box quasi, in der dieses ganze Zeug drin ist, wir haben eine Deckbox drin, wir haben Sleeves drin und zwei Promokarten. Und die öffnen wir jetzt gemeinsam und gucken mal einfach. Ich bin wirklich super gespannt. Ich wollte die unbedingt haben und die sieht so super cute aus. Also wirklich. Ich freue mich auf jeden Fall auch für die Pikachu und die Folie ist hier super streng. Die Pikachus brauche ich auf jeden Fall für meine Pikachu-Seiten in meinem Sammelordner. So, wir reißen das Ganze jetzt hier mal auf. So gehört sie. Und schieben das mal hier so zur Seite auf. Oh, Junge. Oh, geil. Wenn wir uns hier nochmal die Box an, hier auch nochmal das Artwork. Oh, hier sehen wir sie sogar von hinten. Wie nice. Oh, ist das süß hier einmal das Pikachu im Alola Vulpix-Kostüm. Und hier das Pikachu im normalen Vulpix-Kostüm. Hier auch mit diesem Logo. Oh, das sieht, die Box sieht wirklich, die sieht wirklich, wirklich super aus. Dann machen wir das Ganze mal auf. Aufpassen, dass wir ja nichts kaputt machen hier. Ich hoffe, ihr habt halt auch schon. Oh mein Gott, ist das schön. Ihr habt halt auch so einen schönen Sonntag wie ich. Hier haben wir eine von zwei. Hier sind beide Promokarten drin. Ich reiße das jetzt dann auch gleich auf. Also viele, ich hoffe, mich hatet hier für keiner. Ich kenne viele, die diese Box geöffnet haben und die Karten aber in dieser Folie drin lassen. Macht aber keinen Sinn für mich. Also wir müssen das natürlich aufreißen. Einmal hier zweimal die Booster, einmal SM1M und einmal SM1S, einmal für Sonne und Mond quasi. Dann haben wir hier die super, super geilen Sleeves. Oh mein Gott, sind die geil. Ich habe hier jetzt keine Karte nicht da, aber vielleicht packe ich die zwei Pikachu-Karten in solche Sleeves rein. Guckt euch die mal an, ich reiße es einfach mal auf, weil ich werde die sowieso hernehmen. Also von dem her, bei mir bleibt nichts sicher. Oh, guckt euch die an. Da packen wir jetzt dann gleich mal eine Karte rein, wie das dann aussieht, wenn da eine Karte drin ist. Aber die sehen wirklich, wirklich super, super schick aus. Und machen wir das mal hier wieder zu. Da haben wir hier noch eine Deckbox, die aus Plastik ist, so wie es scheint. Also auch die. Ich reiß die jetzt mal auf. Was soll's? Na, was soll's, liebe Leute? Wieso verpackt lassen, wenn man es dann auch einfach aufreißen kann? So, oh ja, da ist sogar noch was drin. Oh, Trainer. Nice. Und auch mit dem Alola Vulpix. Oh Gott, ist das super. Und ist auch noch wirklich aus Plastik. Also es macht eigentlich einen sehr, sehr hochwertigen und stabilen Eindruck. Es ist wirklich eine gute Deckbox. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Platzhalter. Und Kartentrenner für diese Box, in der man dann quasi Karten so, ja, einordnen und sammeln kann. Ich denke mal, die können hier so gefaltet und dann hier so reingestellt. Genau. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, pack die jetzt halt einfach mal alle so rein. Dass die alle hier so praktisch verstaut sind. Ah, okay. Und so hat man hier eine Box mit schicken Trennern, in dem man seine Pokémon-Karten oder eine Sammlung hier irgendwie verwahren kann. Auch wenn hier doch eine kleine Sammlung reinpasst. Muss man auch mal dazu sagen. So, ich mach die Schachtel mal hier wieder zurück. Was machen wir als erstes? Auf die Promokarten oder die Booster? Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den Boostern an. Bin mal gespannt, wie sie es aufreißen. Hier sind ja echt. Ah, okay. Okay, hab's schon offen. So, die Karte packen wir weg und ich weiß jetzt gar nicht mehr, hat es hier einen Trick gegeben? Ich glaube, es war so. Ich glaube, es war einfach nur die letzte. Nach hinten weg. Okay, wir fangen mal an mit einem Alola Dicta. Da
Dann haben wir einen Makuhita, einen Pyukumuku, ich weiß es leider, Gufa heißt es auf Deutsch, genau, Gufa. Dann ein Cosmom, das ist ein Ankommen, und ein Beware, auf Deutsch Kurstoso, glaube ich, oder so, kann es möglich sein? Okay, keinen Secret Rare Pull hier, aber vielleicht haben wir ja hier unseren Secret Rare Hyperball drin, das wäre natürlich super nice, also die würde ich auch in Japanisch nehmen. Die Karte packen wir wieder weg und dann glaube ich so, oder war es so? Ich glaube die letzte nach vorne, oh, eine Lilly. Dann haben wir Alola Ratzfatz, ein Corazon, ein Alola Slimer und ein Maskeregen. Okay, keine Rare. Okay, wir hatten ja leider kein Glück beim Booster, aber das ist ja eigentlich nichts Neues. So, und jetzt gucken wir uns mal noch die Promokarten an. So, wie komme ich die Folie hier am besten auf? Das ist so schlimmer, als einen Booster aufzureißen. Ah, okay, ich hab's. Ich hab's und ich hab's aufgerissen. Oh mein Gott, sie sind nicht mehr original versiegelt. Ich bin so ein schlechter Mensch. Okay. So, wir packen die raus und wir haben hier ein... Oh mein Gott, guckt euch die Karte an. Hier muss ich hin. So. Wie cute, Mann. Wie cute. Oh Gott, und? Oh mein Gott. Oh, die Karten sind wirklich der absolute Hammer. Die sind wirklich richtig schick. Einmal ein Alola Vulpix Pikachu und einmal ein normales Vulpix Pikachu. Wirklich richtig geil. So, jetzt nehme ich hier mal nochmal zwei so Sleeves und schau mal, wie die Karten hier reinfitten. Oh, super. Ach, perfekt. Mich freut das richtig. Die zweite packen wir auch noch in das Sleeve rein. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon wieder für heute. Ist aber wirklich eine richtig schicke und schöne Box, muss ich jetzt echt mal dazu sagen. Ich pack jetzt hier mal die Sleeves hier so rein. Ich werde halt bloß die Deckbox nicht mehr reinbekommen mit den Trainern jetzt, denke ich mal. Nee, aber es ist egal. Das ist egal. Ich pack jetzt hier mal so die Sleeves rein. Und die Karten packe ich dann so weg. Okay, aufräumen kann ich später auch. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben für diese tolle Vulpix-Box. Wir haben da eventuell noch ein paar übrig davon. Also, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, sowas zu tauschen vielleicht, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden per E-Mail oder im Discord vielleicht auch. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, meine lieben Leute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und schaut mal in Discord vorbei bei uns. Da gibt es eigentlich jeden Tag irgendwie zum Pokémon-Kartentauschen, zum Labern, blub. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.